kann sie gar nicht sehen. Da ist ein Auslauf, das werden wir jetzt auch brauchen. Genau. Und nach links springen, Kopf von Link. Genau. Und dann fehlt uns noch eine, aber wo ist die? Bevor du sie holst, sollen wir die Zeit nutzen. Link, da ist sie. Okay, um die nächste zu suchen. Ja, hättest recht gehabt. Genau. Das war eine sinnvolle Überlegung, aber ich bin mal wieder zu übermütig. Genau. Das ist am Start. Die haben wir vorhin einfach nur noch nicht angezeigt gekriegt. Vielleicht, nein, wir waren zu nah. Wir waren zu nah, um sie zu sehen. Ich weiß nicht. Also ich habe doch vorhin auch ein paar Mal in diese Richtung geblickt und ich konnte nichts sehen. Aber wir können ja nachher mal die Videos lichten, sichten, was auch immer. Genau. Vielleicht sehen wir da etwas. Aber das hat geklappt. Ich bin erstaunt. Ja. Also, ich bin angenehm überrascht. Okay. Tofaros sehen von... Dies hat deine Seele reifen lassen. Gut. Doch noch ist die Prüfung nicht vorbei. Begib dich vorsichtig zum Ausgang, um ein Zeichen deiner Reife zu erhalten. Dankeschön. Ja, dass wir dorthin müssen, das ist klar. Dieses vorsichtig sollte uns hoffentlich nur sagen, dass wir immer noch rausgeworfen sind. Da links ist ein Findsack. Ich habe ihn auch gerade gesehen. Ich wäre schön, wenn ich ihn mitnehmen würde. Überprüfen auf die andere Seite oder die Karte. Genau, jetzt haben wir Zeit. Stimmt, wir erscheinen unbegrenzt Zeit zu haben im Moment. Ja. Da müssten Findsalpen und ganz in der Nähe sein. In dieser Richtung oder so. Nee. Links dort am Baum. Da müsste doch hier in der Nähe sein, oder nicht? Da müsste direkt vor uns sein, im Prinzip. Also, wir haben jetzt wirklich alle Zeit, uns hier umzusehen, aber... Das heißt, nicht auch zwingend, nichts. Das heißt nicht zwingend, dass wir irgendwas finden, ne? Müsste genau hinter uns sein. Diese Richtung. Okay. Da ist aber nichts. Okay, gibt's in die Richtung noch irgendwas? Ja. Ja, jede Menge. Okay, guck mal da rechts. Da ist ein Baumstamm gewesen, oder? Ja. Ah, den habe ich vorhin wahrscheinlich runtergerollt, genau. Kann das sein? Und da oben war doch einer. Wo wir einen gesammelt haben. So. Ja, also... Okay. Davon ist einer. Das ist offensichtlich. Nur vorsichtig sein, weil wir uns nicht von diesen blöden Geistern sehen lassen. Weil wir können jetzt die Wächter nicht mehr beruhigen, indem wir eine Frucht einsammeln. Genau. Gut. So. Es gibt so viele. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir jetzt mittlerweile? Okay, 5. Ups, so war das nicht gedacht. Ich wollte eigentlich nur die Kanäle nicht umsehen. Okay, geh mal links rum. Am besten nicht hinter dem Ding vorbei. Ja. Müsste rechts. Rechts von mir sein. Genau, da vorne. Aber den haben wir doch eingesammelt, oder nicht? Der war doch da oben. War der da oben? Da hat einer gelegen, ja. Ja, genau. Den haben wir also. Zeigt er dir also immer noch an, die wir schon haben? Ja. Dann wird es problematisch, die hier einzusammeln. Weil dann könnten wir theoretisch ewig uns hier rumirren. Ja, aber wir brauchen ja nicht alle. Ja, also es ist schön, wenn wir ein paar haben. Ich weiß ja nicht, wofür die Dinger gut sind letzten Endes. Vorsicht, das war diese... Pfütze, die sie ausdehnt? Genau. Ja, da sie dehnt sich auch immer noch aus. Gut. Da war doch auch einer. Wie viel gibt's eigentlich insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da oben waren wir noch gar nicht. Oben links in der Ecke der Karte. Ich hab gedacht, das ist doch da rechts. Einer. Ich hab doch gewusst, dass ich irgendwas Niedernes gesehen hab. Ja. Mit dem Kopf durch die Wand. Wie immer. Sehr schön. Es wäre geil, wenn wir Bomben benutzen könnten, aber ich kann überhaupt keine Items ziehen. Ja, aber das können wir gleich schon machen. Wenn wir in unserer körperlichen Gestalt sind, dann... können wir... Oh. Okay. Was? Oh. Sicher, dass du da rüber willst? Da ist das Ding. Tatsache. Hat doch geklappt. Das war... Ja. Das war zwar ein bisschen riskant, aber solange die Geister schön in die andere Richtung gehen, ist es in Ordnung. Genau. Ja. Ganz links oben, die vier Stück. Neben den komischen Ovalen, genau. Laufe ich dafür in die falsche Richtung? Setz eine Markierung. Gute Idee. Kann ich mehrere setzen? Ja, wir haben noch 4. Stimmt, es wird angezeigt. Ja.
Okay. Also jetzt mal da runter. So, genau. Rechts halten. Rechts halten? Stimmt. Wo du recht hast, liegst du gar nicht. So. Dann muss ich da drüber, oder was? Und da bist du rechts gegangen, da vorne. Und jetzt kannst du über den Baumstamm hoch. Jo, kommst auf der anderen Seite. Prinzipiell auch genau. Schon mal. Allerdings aus anderen Gründen. Genau. Genau, und hier oben war auch noch was. Guck mal da links. Hier? Rechts, jetzt. Jetzt rechts? Da vorne. Das leuchtende Etwas. Das ist ein Triforce. Ja, aber ich kann keine Harfe ziehen oder so irgendwas. Okay. Setz eine weitere Markierung dort. Das sollten wir uns auch näher ansehen. Okay. Ist vielleicht an dem Baum hier so ein Ding? Sieht nicht wirklich danach aus. Aber hier oben, da haben wir auch immerhin schon eins geholt. Wenn du das sagst. Ja. Ich habe mir das nicht so wirklich gemerkt. Ich habe mich mehr darauf konzentriert, hier rumzurennen. Okay, da vorne ist der Durchgang. Aber hier müssen doch in der Nähe diese vier Dinger sein, oder? Genau, hinter dem Durchgang. Okay. Vielleicht da oben? Wow. Aha. Ich glaube, die haben wir hier okay. Alle schon gesammelt, weil da hoch sind wir ja auf jeden Fall. Auf der Insel waren wir auch, auf jeden Fall. Kann auch gut sein, dass da einer rumgelegen hat. Vielleicht, wir gucken uns den Baum mal nochmal an, aber der sieht nicht so aus, als hätte er so was. Nein, der hat nichts. Okay, und dann. Vorsicht. Naja. Vielleicht sollten wir das Gebiet verlassen, oder? Genau, verlassen wir es. Wir haben ja jetzt einige. Allerdings. Ich meine, wir gucken nochmal nach, oder? Wir haben jetzt 7. 7. 12. 7. Ja, das passt. Ja, also. Pff. Vielleicht können wir auch hier wieder zurück, wenn wir irgendwann mal was brauchen oder so. Genau. Ist mir jetzt im Moment jedenfalls ziemlich egal. Genau. Aber gute Idee. So ein bisschen unter Zeitdruck hier die Gegend erkunden und sich nicht dabei erwischen lassen. Mhm. Aber es ist gut, dass man nicht sofort rausfliegt, wenn man einmal auffliegt. Also das wäre so peinlich gewesen. Wasserdrachenschuppe. Okay. Können wir damit tauchen? Einer der drei Schätze der Göttin. Er ermöglicht dir zu tauchen und die Wasserschraube auszuführen. Wasserschraube. Aha. Okay. Können wir damit wir haben Wirbel jetzt zwei Orte schon direkt, an denen wir tauchen sollten. Einmal im Wolkenhort und einmal hier. Haben wir uns den Ort zum Tauchen hier markiert? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Mein Glückwunsch, Gebieter. Warum ist der Chef hier auf einmal hinter uns? Gebieter, du hast die Prüfung bestanden. Dein Schwert hat jetzt die Kraft, die nötig ist, um die heilige Flamme zu finden. Sehr schön. Diese Wasserdrachenschuppe ist einer der Schätze der Göttin. Durch die Kraft des Wasserdrachen kannst du dich nun im Wasser frei bewegen. Die Flamme muss hier im Wald sein, Gebieter. Ich vermute, dass sie an einem Ort befindet, wo wir noch nicht entdeckt haben. Ja, unter Wasser, diese Stelle, wo wir tauchen genau. müssen. Das macht dann Sinn. Aber ich glaube, der Dicke will was von uns, oder? Genau. Ja. Der wäre nicht ohne Grund hier aufgetaucht. Dein Text. Ist das etwa eine Schuppe vom Wasserdrachen? Damit kannst du dich im Wasser wie einen Drachen in der Luft bewegen. Es gibt hier im Wald Orte, an denen du noch nicht gewesen bist. Allerdings. Zwei Stück. Warum nutzt du nicht die Kraft dieser Schuppe und sucht sie? Ho, ho. Ho, ho, ho. Ja, also ich habe irgendwie das Bedürfnis, erstmal die anderen Orte, die wir uns markiert haben, zu suchen. Genau. Und die Markierungen sind nicht mehr da. Das ist doof. Allerdings. Okay. Dann müssen wir uns eben ein bisschen angucken. Genau. So. Da vorne ist Wasser. Sollten wir uns markieren? Ich glaube, da ist sogar der Eingang. Genau. Aber nicht mit Aura-Suche markieren, sondern mit Karte auf. Genau. Und dann müsste hier der Eingang sein. Ja. Ups. Ja. C. Clever. Aber es würde mich trotzdem interessieren, was wir an der Stelle da freisprengen können. Ne? Also. Mal da eine. Ein Q, Blume. Ja. Blume. Was? Blume? Achso, uns fehlt Lebensenergie. Warum fehlt uns Lebensenergie? Genau. Okay. Mist.
Den will man nicht rauchen. Was ist da oben? Die meinst du die Ranke? Große? Diese komische, dieses komische geringelte Etwas. Da oben, ja, da ist irgendwas drauf, oder? Ja. Käfer? Hier komme ich nicht raus. Warte mal, lass mich mal erstmal hier rausgehen, okay? Okay. Ich meine, das Ding ist so hoch, das müssten wir eigentlich von Weitem sehen können. Hallo? Du greifen? Ja, brav. Das war knapp. Das war elegant. Okay, das Käfer. Das funktioniert so, genau. Und dann mit A. Oh mein Gott, ich hab noch was. Ah, guck mal da. Da, Kiste. Oh, und da Greifhaken. Ah, also müssen wir Greifhaken haben, da ranzukommen. Genau. So, jetzt müssen wir da vorne aber irgendwo diese Ranke sehen, oder nicht? Ein Herzteil. Und wir können es greifen. Ja. Wir sind ja so fantastisch. Wir können es nicht greifen. Na super. Markierung? Genau. Ein Herzteil war hier irgendwo? Jo. Irgendwo trifft es genau. Ja. Okay. Da müssen wir hoch, oder? Da müsste irgendwo das Felsding in der Nähe gewesen sein, oder was? Oder wie, oder wo, oder wer? Da vorne. Links. Ich sehe es schon. Geradeaus. Was siehst du? Da. Das hier. Ah, gut, das habe ich noch nicht gemeint. Ich glaube, das ist ein Rubin, oder? Ja. Ups. Irgendetwas Großes. Recht Großes. Ja, sieht wie ein roter Rubin aus. Oh, schön. Der passt in unsere Sammlung. Genau. Aber hier müsste doch in der Nähe die Höhle irgendwo gewesen sein, oder nicht? Genau. Irgendwo hier unten. Also ziemlich auf dem Boden. Ich habe eigentlich gedacht, die wäre hier gewesen, aber... Irren ist männlich, hm? Ja. Da rechts ist wieder ein Gedöns, Halbmond, Bernstein, sowas. Allerdings. Haben wir hier noch keine? Ja, von den 20 Stück, die kann man ja nicht zählen, also. Oh Mann. So. Geh mir nicht auf den Nerven. Fangstoß. Oh, lebt noch? Ja. Hab ich nicht mitgerechnet. Okay. So. Aber. Zeit muss er Schild aufprobieren. Bam. Okay. Ich bin ehrlich gesagt sehr blamlos. Mal da. Okay, da ist nichts. Okay, das war gerade noch rechtzeitig. Ja. Das waren keine Bienenwaben. Nee. Hm. Übernimm mal. Okay. Also da unten waren wir eben gerade runter. Das war knapp. Das war... Was wollte Feier eigentlich von uns? Weil da ist so eine komische Wand. Jetzt dreh ich mal um. Andere Richtung. Oh, da liegt ein Dings. Da ist dieses riesige Tor. Sollten wir das vielleicht spielen oder so? Mach mal Aura-Suche. Aura-Suche. Achso. War untersuchen. Die Tür ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Dankeschön. Vielleicht schon ein Weg, sie zu öffnen. Ja. Gibt's doch nicht, dass wir die Stellen nicht mehr finden. Dann war ich eher auf der Seite. Ich bin wieder sicher. Achso, du wolltest darüber.
war Big Boss Q. Und das ist Big Blob. Elegant. Und er lässt nicht mal einen Glibbern zurück. Ja. Ja, das ist auch. Okay, gut, dann Bombenmarsch. Nicht mit A, mit B. So, und dann kann es sein, dass wir dann dort hochklettern mussten, um das andere zu finden. Oh, das hat sich mal gelohnt. Allerdings. Dann ist auch unsere Lebensenergie endlich mal wieder voll. Genau. Noch drei weitere. Gehen wir nach oben. Weil ich meine, die Stelle mit dem komischen kreisrunden Markierungsding auf dem Boden war auch hier irgendwo, oder? Kreis links hoch und dann müssten wir dort sein, oder? Ja. Da. Ein Loch? Ah, klar. Wofür war das nochmal? Da haben wir einer von den Q gefunden. Hast ja recht, hast ja recht. Okay, dann war das mit Absicht zu. Ja. Gut, dann wissen wir aber auch, wofür das war. Dann sollten wir jetzt unserem Auftrag folgen. Der sagte? Tauchen. Stimmt. Wir haben eine Markierung gesetzt, oder? Genau. Und die sieht man auch ziemlich deutlich. Genau. Wenn man nicht gerade geradeaus gegen eine Wand guckt. aber irgendwie war das nie für das Herzteil. Und das Herzteil müssen wir eigentlich erreichen können von oben aus. Ne? Da war nämlich ein Seil hin. Hallo! Ah! Dein Ausdauer war leer, das geht alles. Ich hab mich auch gewundert, warum das Ding nicht mehr reagiert, aber irgendwie logisch. Guck mal nach oben wegen dem Herzteil. Sobald der tot ist. Genau. Oh, Schmuckschädel. Okay, auch nicht schlecht. Ja, bla bla bla. Herzteile könnten wir schon noch ein paar brauchen. Wir haben erst 5 Herzteile gefunden im ganzen Spiel. Das war dort oben. Auf einer dieser Plattformen, da ist ein Seil. Fliegen wir mit dem Kerb in der Runde. Oder so. Oder ja, geh da hoch erstmal, genau. Mist. Gibt's einen anderen Weg wieder hoch? Da waren wir doch hoch. Aber das Herzteil konnte ich jetzt schon sehen. Da links ist ein Weg nach oben. Ja, Herzteil. Ja. Ich werde wahnsinnig. Wie konnten wir das übersehen? Unglaublich. Wir sind so unwahrscheinlich unfähig. Und wir sind auch in der Nähe des Tempels, also könnten wir dann... Es sei denn, wir können noch einen Weg finden, den Stein dahin zu erreichen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das war mit dem... mit Greifarm. Greifarm, genau. Dahinter war so ein Baum, glaube ich. Dreh dich mal nach 90 Grad nach links oder ein bisschen mehr nach... Genau, die Richtung. Dahinter wirklich war so ein Baum. Das ist ein Käfer. Ich glaube, da wirst du rempeln müssen. Ja. Na toll, vergiss dich. Okay, das ist auch nicht schlecht. Jetzt? Genau. So, ein Tyrone-Riesenkäfer. Haben wir davon schon? Ja, ne? Ja. Ja, eindeutig. Okay. Vergiss ihn. Ja, genau. Würde mich nicht interessieren, wie man taucht. Ah, durch Ausrichten der B-Mode, okay. Wir haben allerdings nur begrenzte Luft, scheinbar. Also genau, aber es reicht. Unsere Ausdaueranzeige war ja jetzt nicht grün, sondern blau, also wird es wohl für Luft sein. Aber man kann damit ein ganzes Stück weit kommen. Ja. Da ist eine Luftblase, ich glaube, die gibt uns Luft, wenn wir durchschwimmen. Wenn wir sie erreichen, ja. Sie füllt unsere Luft wieder auf. Wunderbar. Gut zu wissen. Ja. Das ist echt nicht so einfach. So. Aha. Das war die Drehattacke oder was? Genau. Okay, wie hast du das gemacht? Wie ein Wirbelattacke. Ich bin mal zurück, ich glaube, da war eine Grabstelle am Boden. Wie? Ach nein, da kommen nur die Luftblasen raus. Genau. Okay. Hat ausgesehen, als könnte man da graben, aber unter Wasser graben wäre auch irgendwie seltsam. Genau. Ob wir Eisenstiefel kriegen, damit wir auch unter Wasser laufen können? So.
Oh, der Dose ist aber schnell aufgetaucht. Genau. Oh, Kugelfisch! Kugelfisch! So. Ja, da würde unser Staubsauger wieder weiterhelfen. Genau. Wir haben keinen Bogen. Ein Zelda-Titel ohne Bogen, wie geht denn das? Noch nicht. Weil Pfeile gibt es. Stimmt. Es gibt Pfeile. Ach, du kannst die Plattform damit bewegen. Wie cool ist denn das? Das macht ja so viel Sinn auf einmal. Ich habe mich schon gefragt, ob man einen Sprung schaffen kann oder nicht. Die Richtung, in die sich deine Plattform bewegt, hängt davon ab, wo du hinbläst. Gut. Guck dich mal um, ob du an den Seiten hier in dem Raum auch irgendwas entdecken kannst, weil dann könnte man sich vielleicht mit den Plattformen hinschwingen. Das sieht nicht so aus, da kommen wir wohl noch hin. Fledermäuse. Okay, dann blast dich mal in die richtige Richtung. Da könnte man aber hoch. Dann da hoch. Ja, ich glaube, da kommen wir alle durch den Haupteingang da durch. Also, ja. Lass dich mal in die richtige Richtung. Und Sprung! Da. Wow! Wow! Okay. Link ist ein Delfin! Ja. Okay, du kannst jetzt auftauchen und da hoch. Das erinnert an Majora's Mask, wo du dich in Zora verwandeln konntest. Dann konntest du ja auch so einen Kram machen. Ja, das sind ja auch beide Spiele von Aichi Aoma oder wie er heißt. Also ist das nicht weiter verwunderlich. Und? Ja, lass dich jetzt zurück, genau. Und los. Sprung! Yeah! Wunderbar. Und zwar mit einer Leichtigkeit. Und jetzt dürften wir ein neues Gebiet entdecken, endlich. Also, ich meine jetzt ein tempelmäßiges so. Was? Okay, wir müssen da außen rum. Guck mal, da ist noch in die andere Richtung. Oh, den könnten wir sogar erreichen. Wollen wir? Ja. Das überrascht mich nicht weiter. Obwohl. Vielleicht später. Mach's jetzt. Wir sind ja schnell wieder da. Das vergessen wir noch. Das wäre jetzt echt doof. Und Feuer! Wow. Unglaublich. Spektakulär. Und dann musst du so. Links rum, ne? Ja. Ist ja egal, wenn uns das jetzt ein bisschen Zeit kostet, was soll's. Wenigstens haben wir jetzt das Ding aktiviert. Genau, das vergessen wir nicht. Wissen wir, ne? Wie wir hochkommen. Ja, hoch kommen wir von hier aus nicht mehr, wieder durchs Wasser. Jetzt musst du in die andere Richtung. Diese. Andere Richtung. Das ist nicht die Markierung für unser Herzteil gewesen. Und dann ist gleich die nächste Markierung im Wasser. Yep. Wusste ich doch. Oh, ich bin mal gespannt, ob es die Fleder. Oh, da war ein Item, hm? Ja. Ich bin mal gespannt, ob uns die Fledermäuse hier runter folgen. Das halte ich. Diese Wahrscheinlichkeit ist kaum gegeben. Ja, also ich frage mich, ob die unter Wasser gut fliegen können. Bestimmt. Es wäre eigentlich mal witzig, so eine Fledermaus mit einem Staubsauger ins Wasser zu blasen. Ob sie dann genauso drauf gehen wie die Spinnen. Aber wo Spinnen? Wir haben ewig keine Spinnen mehr gesehen. Zum Glück. Ja, die waren noch putzig. Ich meine, die haben mich zwar fast irre gemacht, aber ansonsten waren sie putzig. Oh, ein Durchgang? Wahnsinn. Nein. Nein, optische Täuschung. Oder eine täuschende Optik. Genau. Ja, dann viel Spaß beim Hochklettern. Ja. Ja, endlich kannst du wieder Kopf vor gegen die Wand. Das hast du vermisst, oder? Hoch. Ja, wie machst du das eigentlich nochmal, dieses wie ein Wirbelattacke. Okay, also beides schütteln. Genau. So. Ja, das wird wohl nicht reichen für die Kugelfische. Aber es macht nichts. Boom! Ja, jetzt dürfte es aber kein Problem sein.
Knallfrösche. So, und Schwung. Ja. Und schon. Schwung. Was müssen wir noch holen? So viel. Da, 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 da. Und wir sind wieder an unserem alten Punkt. Ja, wird Zeit, jetzt endlich mal den Baum hochzuklettern und dann rauszufinden, was da ist. Aber ich wollte trotzdem den Stein gern haben. So. Nicht runterrennen. Ja, das wäre ungünstig. Mhm. Ja, okay. Sie geben Deko-Kerne. Oh nein, sie geben auch mal Rubine. Okay. Sie geben Deko-Kerne. Ja, das wichtigste Item im ganzen Spiel. Gut, dass wir welche kriegen. Genau. Wenn du auf diese Ranken zurennst, ne, dann kannst du dir einen Haufen Bilderei sparen. Boah. Staubsaugerhäckchen. Warte, der Spinne macht das wenig aus. Die rennt einfach nur weg. Gut, die kann sich auch mit ihren vielen Beinen gut festhalten. Und da ist ein Rubin. Schön. Wie immer. So. Ah, aber ich habe eben noch gesagt, wir haben lange keine Spinnen mehr gesehen, ne? Genau. Und Sprung. Ja. Das wird klar. Ja, das reicht auf keinen Fall. Man muss irgendwo Zwischenstopp machen. Oh. Gut, dass wir noch gut gelandet sind. So viel zu dem Thema. Ja. Ich weiß auch nicht, wofür du das Herz jetzt unbedingt einsammeln musstest. Wollte ich auch nicht. okay. So. Welche Summe ist die Ausdauer? Oh, okay. Das habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Die blöden Viecher. Guckst du dir an, wie sie hinterher geiern. Sie wollen doch nur mein Blut. Faszinierend, dass Link zum Schwimmen keine Ausdauer verbraucht. Genau. Möchte ich auch können. Das wäre natürlich auch ein bisschen hart, wenn du Ausdauer und Luft verbrauchen würdest beim Schwimmen. Mm. Dann wäre es ziemlich kritisch. So. Also ganz hin und her Schwingereien nochmal machen, ist echt. Boah. Denk dran, dass du dann gleich, wenn du hochgeklettert bist, deinen Staubsauger nochmal ausrüsten musst. Genau. Und dann, wenn wir dann an der Kletterstelle sind, sollten wir uns vorher umgucken, wo wir hinklettern können. Genau. Also, Staubsauger. Ah, das war ja so klar. Ah, Mann. Unglaublich. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ich werd hier noch verrückt. So. Bam. So, schwing, schwing. Ring und Ring und Tick. Ah! Du müsste auch meiner sein, glaube ich, ne? Oh. Was wird noch? Okay. Schwing. Schwing. Schwing, schwing. Richtige Richtung gucken. Und. Ring. Und
springen. Und springen. Wow. Knapp, aber hat gereicht. Yep. So. So, jetzt und bitte jetzt aufwärts. Oh Mann. Ja. So. Dann zeig uns mal, was du kannst. Genau. Kamera. So. So, jetzt guck dich erstmal um, was da noch alles zu sehen ist. Okay, da ist eine Spinne und links rum ist. So. Mach's doch nicht so knapp. Ich versuche es zu vermeiden. Also auf jeden Fall eine Plattform. Dort wollen wir hin. Also nach dem ersten Springen geht ein Weg nach unten und dort wollen wir hin. Genau. Und dann können wir unsere Ausdauer wieder auffüllen. Ja. Was ja schon sehr vorteilhaft ist. Rüber und noch ein Stück rüber. Und hier kannst du loslassen. Umsehen. Spinnen töten. Genau. Okay, ich verstehe jetzt, warum die uns hier mit Dekokernen zuschütten. So. Oh. Das müssen wir wohl drauf verzichten, aber mach's kaputt, weil es wird uns im Weg sein. Genau. Die Flieger hier reifen uns garantiert an, wenn wir in die Nähe des Korbs kommen. Wir können die fangen? Genau. 3D können fangen. Okay. Erhält man ihr Gift, erhält man was? Erhält man eine gute Medizin. Wow. Wie viel haben wir jetzt von den Dingern? Gute Frage. 8. Nicht schlecht. Okay. Schleuder. Da sind auch Spinnen unterwegs. Genau. Also ich würde sagen, wir klettern dann weiter in Richtung dieser Ausdauerbucht, oder? Bam. Ja. Das hat nicht getroffen, oder was? Ganz langsam. Jetzt kommt sie her, ne? Ist klar. Gut, tschüss. Okay. Du kannst da die Wand hochgehen, dann hast du eine kürzere Strecke und dann links rumklettern. Genau. Und hopp, los. Und Sprung. No. Ah, okay. Und Richtung Ausdauer hoch. Und dann links. Oh, und hoch. Und weiter. Okay, ich hätte nicht gehört, dass es in die Richtung springt. Ja. So. Verzichte drauf. Verzichte einfach drauf. Nein. Ja, was ist das? Kann man da auch sprengen? Scheinbar. Gut zu wissen. Dort, wo die Ranken hochgehen, sollten wir uns merken. Oder setzen Punkt, genau. Gut. Sollten wir auf jeden Fall mal nachsehen. Aber nicht jetzt, weil jetzt sind wir mal hier oben. Wieso? Ich würde sagen, stopp. Gut, dann eben nicht stopp. Ja, gut. Gut, Ende. An dieser Stelle Unterbrechung, weil Videoaufnahmen wird ein bisschen lang. Genau. Wir sehen uns dann später wieder. Genau, bis gleich.